Ey Leute, ich bin ZF und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal eine kleine Lattenschuss-Challenge mit Fabio. Guten Tag, hallo. Fabio. Das geht jetzt ja hier mit der linken Hand, super. Jetzt da habt ihr das gesehen. So, und ja, wir machen also wie gesagt eine Lattenschuss-Challenge und ja, let's go. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt korrekt versteht, aber jedenfalls werde ich jetzt hier den ersten Schuss machen. Wir werden bis 10 schießen. Also wer zuerst aus 10 Schüssen mehr Punkte hat, der hat dann halt gewonnen. Ja, also jetzt kommt mein erster Schuss. Los geht's! Oh, das war knapp! So, jetzt Fabio mit seinem ersten Schuss. Ah, der war zu tief. So, jetzt kommt mein zweiter Schuss. Zu tief. So, jetzt Fabios zweiter Schuss. Wieder zu tief. Mann, Mann, Mann. Was ist hier los? So, jetzt kommt mein dritter Schuss. So, jetzt kommt also Fabios dritter Schuss. Ihr seht es jetzt nochmal in der Wiederholung. Ich habe ganz knapp die Latte geschliffen und deswegen führe ich 1-0. Also jetzt Fabios dritter Schuss. Wieder nicht drin. Also das ist schon wieder zu tief gewesen von Fabio. Krasser Trick jetzt übrigens gerade. Ja, ist ganz wichtig. So, jetzt kommt ein vierter Schuss. Bing! Getroffen, Leute. 2-0. So, Fabios vierter Schuss kommt jetzt auch. Der war deutlich zu hoch. So, jetzt kommt mein fünfter Schuss. Oh, der war knapp. So, jetzt kommt auch Fabios fünfter Schuss. Wieder ein bisschen zu tief. So, sechster Schuss, Leute. Oh. So, jetzt kommt auch Fabios sechster Schuss. Mann. Sind Sie sauer? Ja, bin ich. So, jetzt auf Fabios siebter Schuss. Wieder nicht drin, ey. Also wieder nicht an der Latte. Mann, Mann, Mann. Fabio. Ja. Hallo. Hallo. Achter Schuss. Pfosten. So, jetzt kommt Fabios achter Schuss. War der? Ja, wir müssen jetzt erstmal überprüfen. So, also Fabio hat getroffen, deswegen nur noch 2-1 für mich. Aber jetzt kommt mein neunter Schuss. Mann, wieder zu tief. So Leute, ich bin jetzt voll außer Atem. Aber warum erzähle ich euch gleich. Jetzt erstmal Fabio mit seinem neunten Schuss. Getroffen? Leute, letzter Versuch. Es steht 2-2. Ihr hört mich ja sowieso, ob er jetzt zum Flugzeug kommt. Fabios letzter Schuss. Es steht 2-2. Go. Er trifft nicht und dadurch geht's weiter. Wenn ich jetzt treffe und Fabio dann nicht, dann habe ich gewonnen. Wenn es umgekehrt ist, sondern hat Fabio gewonnen, ist ja klar. So, also, jetzt der Schuss. Wieder drüber. Fabio jetzt mit dem Versuch. Drüber. So, nächster Schuss. Mann, ey, wieder zu tief. So, Fabio jetzt schießt. Das
Was war das denn? Fabio, was hast du da getan? Was sollte das? Gar nichts. Gar nichts. So, Fabio, jetzt? Mann! Mein Boost ist fehl. Ja. Nächster Schuss. So, Fabio jetzt mit seinem Schuss. Wieder nicht. Wieder nicht. Let's go. Mann. Ja. Zack. Fabio trifft die Latte. Fabio, freu dich mal. So, also, Fabio hat die Challenge gewonnen. Was sagst du dazu? Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Sehr gut. Ja. So, Leute, jetzt erkläre ich euch mal, ja, warum das so eine Hektik war. Und zwar musste ich da, also habe ich den Ball nach meinem 9. Versuch, habe ich den Ball da rüber geschossen. Das habt ihr leider nicht mehr gesehen, weil Fabio da schon die Aufnahme gestoppt hat. Das war nicht gut. Und ja, aber ihr habt ja gesehen, wie hoch ich da geschossen habe. Jedenfalls war es so, dass ich da über, ja, so ein, also über so einen Eingang klettern musste, weil da eine Schule halt ist. Und ja, das hat sehr, sehr weh getan. Aber die Sache ist ja halt, dass wir eigentlich uns nicht getraut haben, da so rüber zu klettern. Dann habe ich es dann gemacht, habe dann schnell den Ball geholt und dann, ja, hatte ich halt den Ball wieder. Und die Sache ist halt, dass es halt kein Einbruch oder so ist, richtig. Also klar, ich bin da rüber geklettert, aber ich habe halt nur den Ball geholt, so, weil er rüber geflogen ist. Und wenn da halt eine Schule ist, dann hat die Schule halt Pech. Also ist halt echt so. Soll jetzt auch nicht irgendwie angreifend klingen oder so, aber jedenfalls wollte ich das nochmal klarstellen. Grüße gehen auf jeden Fall auch raus an den Gärtner da, der uns nochmal angeguckt hat. Ah, nee. Warten wir nochmal kurz. Wenn er das sieht, ne? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, also an alle, also an die Schule, an den Gärtner, an alle. Eltern und Kinder, die da auf dem Spielplatz waren, die das gesehen haben. Ich habe ja nur den Ball geholt. So. Klar bin ich halt darüber geklettert, weil halt abgeschlossen war überall. Die Sache ist halt, dass ich, wie gesagt, nur den Ball geholt habe. Und das wollte ich nochmal klarstellen. Fabio, wie fandest du das? Sehr gut. Ja. Ja. Anstrengend, ne? Ja. Ja, ja. Ja, vor allem, das Rüberklettern da. Also, ja. Das war richtig nervig. Ich habe gedacht, ich rutsche immer mit meinen Schuhen oder so ab, weil es halt auch geregnet hat und dadurch war alles rutschig und so weiter. Aber wie gesagt, ja, war es jetzt mit der Erklärung. Und ja, Fabio hat die Challenge gewonnen. Mann, ich wacke irgendwie voll. Fabio hat die Challenge gewonnen. Was sagst du dazu? Sehr gut. Ja, sehr gut. Aber war anstrengend. Ja. Ja, okay. Den Ball kannst du gerne behalten hier. Ja, den kannst du behalten. Und ja, so Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben. Mann, ja, wie gesagt, Fabio hat die Challenge gewonnen. Ich habe sie leider verloren. Und ja, und wenn ihr hier oben ungefähr raufklickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da könnt ihr auch gleich die Glocke aktivieren. Damit kommt ihr immer Benachrichtigungen auf eurem Handy, Tablet, Computer, wie auch immer, welcher neues Video da ist. Ganz wichtig, daneben könnt ihr noch Fabios tollen Kanal abonnieren. Ist ganz wichtig. Da kommen tolle Videos wie FIFA Mobile und ja, hier drunter könnt ihr noch ein anderes Video euch angucken und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.